Jo, jetzt geht's weiter mit Battlefront 2. Ich habe ja vorhin Swan's Revenge ein bisschen wieder aufgenommen. Machen wir jetzt hier weiter. Ich glaube, wir hatten schon alle Units gekauft letztes Mal, ne? Jupp, alles gekauft. Bonus, ja, da können wir mal wieder Garnisonsbonus einkaufen. Was nehmen wir da? Ja, kommen wir nehmen Utapau. So, was nehmen wir denn? Oh, komm, eine normale Sturmtruppe. Ah, hier sind ja noch keine Sturmtruppen. Republikanischer Trooper. Ich war schon wieder an Bürgerkrieg angewöhnt. Aber nicht hier, sondern bei, vorhin, bei Swan's Revenge. Ach ja, genau. Das sind ja keine Rebellen, das sind ja die guten Separatisten gegen mich. Ich bin schon wieder gewöhnt, dass gleich die Rebellen hier ankommen und nerven. Aber kein Ding, ist nicht so schlimm. Erstmal zerstechen Rüdiger. Ich muss das mal mit dem Mousepad richtig rechnen. So. Okay, da hinten haben wir den GAP. Vorsicht. Ich gehe mal hier links, das ist mir viel sicherer. Dann brauchen wir den Kommandoposten hier. Oh, da ist auch Leben, da ganz hinten. Aber ich brauche erstmal Munition. Granaten. Leben. Oh, bald sind wir auch fertig mit der Republik. Dann machen wir wahrscheinlich mit der KOS weiter. Und dann zuletzt mit den Rebellen. Imperium habe ich ja schon gespielt. Oh, und sie verlieren schon Verstärkung. Das läuft ja einwandfrei. Gehen wir mal den AT-RT, weil da hinten ein AT-AT. AT-AT ist klar. Ein GAP ist oder ein AAT. Ja, jetzt haben sie natürlich den Kommandopostenseiten eingenommen. Weil alle meine Verbündeten hier sind. Da ist er nämlich. Okay, haben wir ein bisschen Leben und Munition eingeworfen. Brauche ich aber nicht, weil ich gerade im Panzer, im Kampflauf, im Kampfläufer sitze. Ah, dann haben wir Magna-Wachen. Die haben wir beim letzten Mal auch schon wieder gesehen. Ich gehe mal hier runter und nehme mal da hinten den Kommandoposten ein. Denn das ist wichtiger. Ja, bettelt ihr euch mal, dann nehme ich hier mal den Kommandoposten ein. Ah, Utapau, da kriegt man schon richtig Lust, wieder den Star Wars, den dritten Star Wars Teil sich anzusehen. Ah, ich habe sie gesehen, ich wollte gerade einen Nate werfen. Wir können ja mal die 1 einnehmen. Weil die alle da hinten sitzen, dann ist die 1 ziemlich verwundbar. Also der Kommandoposten 1. Ja. Ja, siehst du jetzt gar nichts los. Da hinten haben wir eine Magna-Wache, die sich an ihre Drohne, die ihre Drohne steuern wollte. Okay, da komme ich angeschissen. Was wo? Ich habe gerade einen Drühen gehört. Wo ist der Pisser? Ach, da oben bist du. Sind die denn hier hochgekommen? Ja, das ist wahrscheinlich hier gespawnt vorhin. Muss aufpassen, dass man nicht irgendwo zwischenfällt. Ah, AT, scheiße. Ah, die haben noch einen einzigen Kommandoposten, sehe ich gerade. Ja, dann ist es natürlich Schwachsinn, da reinzulaufen. Ich werfe lieber ein paar Granaten dahin. Einen habe ich noch. Haha, gerade ausgenutzt. Boah, ich bin echt nicht mehr im Shooter drin. Ja, kann der die Schnauze halten. Ja, schon mal ein bisschen Leben. Boah, irgendwie, ich habe schon meinen ganzen Elan von bei Swan's Revenge rausgelassen. Keine Ahnung. Ich guck mal, ob hier oben müsste auch eine Munitionsrüge sein, ne? Yep. Ich will ne... Gib mir mal den Kampfläufer. Ja, den Kampfläufer.
Ich verstehe nicht, warum die alle hier stehen bleiben mit den klicken Läufern, anstatt mal anzugreifen. Hier, du wolltest mich doch reparieren, hast du doch gerade gesagt. Okay, die haben sich gerade noch ein Kommando, die haben jetzt alle ihre Kommandoposten wieder eingenommen. Natürlich, der Kampfläufer passt hier auch voll nicht durch. Ups. Ja, das muss ich einmal komplett rumlaufen. Das ist doch schön. Na egal. Können wir die Druiden ausschalten, die hier vorne sitzen. Okay, es sind noch 19 Stück übrig. Druidika, dein Schild schützt dich aber nicht mal gegen meine schweren Laser. Siehst du? Wenn der mich richtig gut trifft, bin ich direkt tot. Dachte, wie viel schießt der denn? 1, 2, 3, 4. 4 Schüsse. Und die da oben nerven ein. So. Jetzt müsste es ja aber auch einen guten AT gewesen sein. 8 Stück noch. Also wenn der hier so schön frei steht, nehme ich lieber den GAP. Ja, hallo? So. Komm, ich den da umtreffe. Was ist das denn? Dieser scheiß Munitionsruide da. Oh, aber ich habe meinen eigenen Kampfläufer zerstört. Okay, er schießt gegen die Wand. Hier oben müsste noch einer sein. Das nervt mich, das Teil ganz. Jetzt hat es mich genug genervt. Junge, komm. Wir sind überhaupt da hochgekommen. Kann man von hier aus irgendwie rauf? Ach so, man kann hier rum. Oh, cool. Kurz mal den AT-RT ein bisschen angucken. Ich glaube, ich bin nicht gestorben, ne? Kann ich mir da einen Strich machen? Ach so, ja genau, die Handgelenkrakete hat mich einmal getötet. Schade. So, Utapau ist meins. Und jetzt mal... Ich habe doch auf Jahre geklickt. So, jetzt mal sehen, was die Separatisten machen. Ah, ne, wir haben ja eine Raumflotte da. Genau. Endlich mal wieder eine Raumschlacht. Das hatten wir ja schon lange nicht mehr. Okay, die Pisse haben Sabotage gemacht. Das finde ich nicht nett. Ja. Ah, wir haben ja einen Klon. Ach, es ist nur eine Bankenplan-Fregatte hier, ne? Ja, die schalte ich mal direkt aus. Ja, so kann man einfach mal gerade die Ruhe ausnutzen. So, drehen. Ja, dann machen wir erstmal als erst die Bankenplan-Schiff kaputt. Dass irgendwie keinen Bock hat, auf mich irgendwie zu schießen oder sonst was. Alter, wie schnell ist denn der Klimatokreuzer beschädigt worden? Gott, die Fregatte wird zerstört, jetzt müssen wir die Schilde angreifen. Aha, muss ich wieder mein Lieblingsschiff wehtun. Wow. R2D2 hat das mal voll geschossen, geschrien, obwohl es ja nicht R2D2. Auf jeden Fall ein normaler Druide. Ah, endlich mal wieder ein bisschen fliegen, ey. Ich hab schon wieder Bock auf Battlefield 1942. Das habe ich ja auch letztes Played. Mit den Mitte-Add-ons. Könnt ihr euch angucken. Falls ihr es noch nicht getan habt. War richtig geil, ging ziemlich schnell rum, weil ich voll Bock auf das Spiel hatte.
ging schnell. Ja, machen wir als nächstes das Kommunikationsrelais kaputt. Na gut, war zu erwarten, da war hier nicht mehr viel dran. Ach ja, Republik. Ich wollte gerade sagen Republikator, aber ich bin ja kein Empire-Tor. Republikator. Auch ziemlich geil. Macht auch immer Spaß. Auch wenn die Boden-KI da nicht so toll ist, finde ich immer schade. Alle in diesen, wie heißt es? Überall, wo man halt im Klonkrieg spielen kann, funktioniert die Boden-KI irgendwie überhaupt nicht. Das finde ich sehr schade, weil ich möchte mal echt mal eine geile Bodenschlacht haben. Auf Klonkrieg-Ära, aber irgendwie, naja, kann man nichts machen, ne? Ups, wegdrehen. Our shields have been disabled. Alter, wie schnell. Na gut, die Schilde von denen gingen auch verdammt schnell runter. Boah, da war eine Separatistenbomber. Ich glaube, das nächste Mal, wenn wir wieder... Scheiße, einer hat mich getroffen. Das nächste Mal, wenn wir Raumschaft haben, dann nehmen wir wieder, dann nehmen wir mal ja Jäger, damit immer ein bisschen Abwechslung entsteht. So, hier müssten die Lebenshaltungssysteme sein, genau. Vorsichtig, V-Wing. Auch immer lustig, dass immer V-Wing, hier ist ein Bomber, dann ist mal wieder ein Jäger, bei anderen Mods von Empire Core, dann irgendwann wieder ein Bomber, also die Leute können sich irgendwie nicht entscheiden, was das jetzt hier sein soll. Weil ich könnte eher denken, dass es echt ein Jäger ist, weil für einen Bomber sieht er ein bisschen, naja. Aber egal. Ey, da hat mir jemand meine Punkte geklaut. Finde ich aber frech. So, jetzt fehlt eigentlich nur noch, ja, die Sensoranlage und der Antrieb. Schade, dass man die Schiffe nicht im Gefecht komplett zerstören kann. Alter, das hat wehgetan. So, jetzt noch den anderen Antrieb. Irgendwas trifft mich. Alter! Alter, hat er sich schon immer so schnell geheilt? Der Flieger? Das ist ja voll übel, wie schnell der sich gerade repariert. Kann er gleich mal wieder Jedi spielen, ne? Aber ich möchte gerne Jedi spielen, wenn wir noch gar nicht hatten. Und auf Dagobah, wisst ihr wahrscheinlich, gibt es dann Yoda. Aber auf Yoda habe ich irgendwie nicht so Bock. Ich habe mal Bock auf andere Jedis. Kid Fisto gibt es, glaube ich, gar nicht, ne? Kerni Mundi gibt es. Jetzt, wo ist das Schiff? Leichte Navigationsprobleme in mir. So, die Sensor-Phalanx müsste direkt hinten sein. Achso, da unten. Okay, da konnte ich noch rechtzeitig ausweichen. Nee, doch nicht. Wow, eine Bombe hatte ich noch. Wow. Ist irgendwie mal langweilig, so ein Schiff anzugreifen. Okay, ich Entschuldigung, ich dachte, die kam hinter mir her. Ne, das schaffe ich nicht. Na gut, wenn die Raketen keinen Bock haben gerade, zerstöre ich noch schnell die Sensorphalanx. Oder das Sensorbegehrt. Ja, toll, jetzt müssen wir trotzdem... Komm, wir gehen mal in den Hangar rein. Wir sagen den Separatisten da mal guten Tag. Ich weiß sogar, was wir kaputt machen können. Wir können das die Auto-Turrets kaputt machen, da braucht man nur zwei Bomben für. Aus dem Weg. Da fällt mir sein Lied ein von Sido früher. Aus dem Weg, jemand hat Sido wiederbelebt. Früher habe ich mal Sido gehört, das war jünger war. Aber ich manche Lieder immer ziemlich lustig fand. Komm, flieg noch hoch.
Die sind alle da noch so rumstehen. Na gut, schnappen wir AT-170. Komisch, dass er hier richtig heißt und nicht einfach Republik Starfighter. Wow. So unfair. Ich bin gerade rausgekommen. Aber ich denke mal, das reicht jetzt auch mit dem Part. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal.